Einen wunderschönen zusammen. Jo, frühe Morgenstunden. Es liegt daran, dass ich Frühschicht habe. Das Unbequeme am Frühschicht haben ist, man muss früh aufstehen. Man ist morgens noch nicht wirklich bei sich. Das Schöne am Frühschicht haben ist, wir sind heute Mittag schon wieder zu Hause. Also relativ Mittag. Um 3 bin ich wieder hier. Das gibt natürlich Raum für Sachen zum Unternehmen. Man muss es nur tun. Das ist immer so das Problem. Und damit ich was tue, nehme ich euch wieder mit. Es befruchtet sich gegenseitig. Naja, deshalb schauen wir mal, wie sich der Tag heute so entwickelt. Ich weiß, es ist nicht das geilste Frühstück, aber ich hatte heute Bock drauf. Gut, dann arbeite ich jetzt mal. Und während der Fahrt ist mir auch schon eingefallen, was wir heute Mittag auf jeden Fall machen können. Mehr dazu allerdings nach der Arbeit, wenn wir uns gleich wiedersehen, wenn es heißt Feierabend. Jo, und jetzt nach einem echt anstrengenden Arbeitstag fahre ich direkt mal in ein Möbelhaus. Denn Angie und ich, wir waren ja jetzt wegen unseres Umzugs schon in diversen Möbelhäusern. Und weil wir halt so besprochen haben, welche Möbel von wo wir mitnehmen. Und mein Wohnzimmer kommt zum Beispiel mit, also meine Schränke vom Wohnzimmer. Und wir waren in einem Möbelhaus, die haben einen Couchtisch, der passt 100% dazu. Und da schaue ich mal, ob wir den noch kriegen, weil der war nämlich im Angebot. Hier wären wir beim Möbelhaus und jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Tisch, den wir haben wollen, dass der auch noch da war. Der, wie gesagt, der war das letzte Mal mega reduziert und stand direkt am Eingang als Restposten. Ich hoffe, er ist noch da, weil dann hätten wir einen richtig schönen Couchtisch, der zu den Schränken passt. Ich gehe mal gucken. Es ist quasi das Ausstellungsstück, aber ey, für 60 Euro nehme ich den definitiv. Mega! Ich habe ihn im Kofferraum. 60 Euro. Geilo! Und ja, gut, es ist Ausstellungsstück, aber ist nichts Großartiges dran. Und er passt halt perfekt zu meinem Wohnzimmerschrank. Wow! Man merkt, es wird ernst, was den Umzug angeht. Das sind jetzt so die ersten Sachen. Also, ich meine, der Tisch hätte regulär 100, 150 gekostet, glaube ich. Da haben wir jetzt schön was gespart. Oh, was mache ich für hübsche Geräusche?
angekommen. Mein Sohn hat frei. Der spielt gerade mit seinem Kumpel FIFA. Und ich werde jetzt schauen, dass ich mir eine Kleinigkeit zu essen mache. Und dann werde ich wahrscheinlich zum Sport gehen. Das wäre eine gute Idee, weil nachher möchte mein Sohnemann mit mir einen Film gucken. Aber erst um 6. Das heißt, jetzt was essen, zum Sport gehen. Passt perfekt. Mein Tag ist heute mal wieder richtig schön durchgeplant. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Gerade auch das Vloggen habe ich irgendwie vermisst. Aber man muss sich halt aufraffen und ja, heute habe ich das mal geschafft. Wieder. Jo, Maultaschen gehen immer und ich merke das schon, ich gehe da nicht zum Sport. Weil jetzt merke ich irgendwie, dass der Arbeitstag anstrengend war und ich habe tatsächlich schon Trainingsring und Bewegungsring alles alleine auf der Arbeit schon geschlossen. Brauche ich nicht. Das heißt, ich werde heute ruhig machen. Ich werde nachher noch ein paar Akkus zum Laden dranhängen, weil für morgen ist im Gegensatz zu heute schönes Wetter gemeldet. Kalt, aber schön. Und da möchte ich gerne nochmal die FPV-Drohne auspacken. Deshalb muss ich Akkus vorher laden. Weil das sind Lipos und ach, schaut mal ein Video hier von Alltagsvlog, der erklärt das. Auf seinem neuen Kanal. DJI FPV? Ja. Unbedingt vorbeischauen. Gut, ich esse jetzt und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade ein Video aufgenommen, was ich quasi direkt morgen veröffentliche, weil mir von Sonntag ein Video fehlt. Ja, ich weiß, ich bin jetzt schon wieder in diesem Daily-Mode, wo ich sage, ich will unbedingt jeden Tag, aber es liegt mir im Moment wirklich am Herzen. Ich möchte es wieder ausprobieren. Nichtsdestotrotz habe ich quasi jetzt die Realität ein bisschen verzerrt und habe quasi das Video nachträglich aufgenommen. Aber deshalb habe ich halt hier Softbox und da hinten schön Licht gemacht. Ich hoffe, das kommt in dem Video auch so raus. So, jetzt werde ich mir meine Akkus schnappen und werde die laden, damit ich dann morgen tatsächlich auch mit meiner FPV-Drohne fliegen kann. Video für morgen ist geschnitten. Bisschen kontrovers vielleicht, aber ein bisschen anecken darf man ja mal. Und das Lustige ist, ihr habt das gestern gesehen. Ja, also das Video von gestern. Und ja, ich habe währenddessen noch so ein bisschen einen Film geguckt mit meinem Sohn. Oder was heißt ein bisschen? Ich habe einen Film mit meinem Sohn geguckt und zwar ein Western auf Netflix. The Harder They Fold. Oder Fall? Fall. Fall. The Harder They Fall. Ja, war ziemlich cool. Ein Western. Ja, ich mag Western. Von früher schon. Habe ich mit meinem Vater schon immer gerne geguckt. Und auch dieser Western hat mir gefallen. War natürlich, also der Soundtrack zu dem Western war natürlich gewöhnungsbedürftig, aber puh, ich möchte da gar nicht spoilern. Schaut ihn euch an, wenn ihr auf Western steht, schaut ihn euch an. Gut, so, jetzt machen wir hier auch den Sack dicht. Wir haben es jetzt doch schon wieder kurz vor 10, so lange wollte ich gar nicht machen, aber ich bin wieder drin im Hustle, ne? Also das Video muss stehen. Ja, aber ich bin froh. Das ist jetzt, ich habe einen Wahnsinnslauf. Vlog, Labervideo, Labervideo gestern und jetzt Vlog. Also 4 in Folge. Mann, 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 das ist ein Lauf. Hä? Ich mache hier keine Versprechung. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Aber ich merke es. Es tut mir gut, dass ich mich selbst so ein bisschen herausfordere wieder. Deshalb ganz okay. Ich mache mich jetzt auf in mein Bett, denn in 6 Stunden stehe ich schon wieder auf. Und dann schauen wir mal, was der morgige Tag bringt. Ich hoffe, dass der Wetterbericht nicht umschwenkt,
ich habe jetzt meine ganzen Akkus geladen, sowohl für meinen kleinen Kopter als auch für meinen großen Kopter. Und dann könnte das morgen in der Tat ein schöner Flugtag werden, wenn das Wetter mitspielt. Daumen drücken. Und ja, wir werden das sehen. Ne? Wenn ihr es sehen wollt, am besten abonnieren oder so. Falls noch nicht geschehen. Wie kann das sein? Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Bis denn. Ciao!